Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play von Spiel City Skylines. In der letzten Folge habe ich hier diesen Güterbahnhof ins Forstgebiet 3 gebaut, damit hier die Holzwaren, sag ich mal, schneller hier rauskommen und nicht mehr die LKWs hier rüberfahren müssen und sich hier ewig lange Staus bilden. Momentan fast näher, ein bisschen Stausee noch. Aber es fahren immer noch etliche LKWs von da drüben darüber. Ich weiß auch warum. Aber das würde ich gerne nachher lösen, denn ich habe ein ganz anderes Problem. Es hauen gerade jede Menge Leute ab. 400, 500 Leute verschwinden gerade. Also nicht verschwinden, sondern verlassen die Stadt. Und es kam auch hier oben gerade ein Tweet rein. Das soll man ja auch ab und zu lesen. Hier, ich habe gerade gesehen, dass man einen Verbrecher wegen Zellenmangel in den Gefängnissen gehen ließ. Aha. Okay, und ich habe dann hier reingeschaut und habe festgestellt, ups, Gefängnisverfügbarkeit. Ja, ich brauche ein Gefängnis. So, wo bauen wir das Gefängnis hin, ist jetzt die Frage. Wo eben Platz ist. Also am besten oder am liebsten wäre es mir hier unten, ne? Obwohl hier oben ist er schon. Hier ist ein Gefängnis. Wie viele Gefängnisse habe ich überhaupt? Hier unten ist eins, dann hier oben ist keins. Hier ist eins. Ja, dann beides andere irgendwo da oben hin. Aber hier ist ja auch wenig Platz. Vielleicht. Vielleicht hier so. Ist glaube ich nicht falsch, oder? Da können die Polizeifahrzeuge direkt hier in den Tunnel reinfahren. Hier ist ein Bürogebiet. Oder hier. Hier ist die was zur Aufbereitungsanlage. Ne, ist ein bisschen zu weit weg. Hier was glaube ich am optimalsten. Hier ist ein Fußgängerweg. Den machen wir schnell weg. Und weg ist er. Dann bei einer Straße. Eine normale, ganz normale Straße. Die beginnt. Beginnt hier, oder? Nee, machen wir anders. Komm hier vorbei an den Park. Ah, leider nicht, schade. Dann werde ich den Park mal schon umsetzen. Eins weiter rüber. Na komm. Ach, jawohl, sehr schön. Dann gehen wir. Na, gerade. Oder nee, machen wir anders. Bis daher so einen leichten Bogen und jetzt gerade. Ich denke, es sollte reichen. Hier geht es eh ein bisschen bergab, wenn ich mich nicht täusche. Komm, hier das Gefängnis anbauen. Ja, steht ganz gut. Hat glaube ich auch Strom. Ja, hat Strom. Wasser hat sowieso. Hier werde ich so einen Wendehammer hinbauen. Also, das heißt, kann ich hier umdrehen. Also einmal so, dann. Ups, Einbahnstraße ist es natürlich. Einbahnstraße. Und zwar einmal in diese Richtung. Zack. Einmal in diese Richtung. Einmal in diese Richtung. Und einmal in diese Richtung. Hier mal ein bisschen Bäumchen und Steinchen rein. Begrünen. Das sieht es auch wieder ganz anständig aus. Das Gefängnis. Ja, hier ist ein Fußweg. Den kann man theoretisch hier anknüpfen lassen. Ja, hier ist zwar kein Zebrastreifen, aber egal. Da ist auch ein Fußweg. Ja, den machen wir weg. Oder? Nein, den ziehen wir von da vorne, da hinten. Daher. Ich denke, das kann man so lassen. Ja, hier ist ein bisschen erhöhtes Gelände. Kleines bisschen. Gelände ein bisschen an. Uah, nicht so viel.
ein bisschen größere Schablone hernehmen. Okay, das wird ein bisschen angleichen. Ja, kann man lassen, oder? Nicht schlecht. Jetzt haben wir hier ein neues Gefängnis. Ja, okay, U-Bahn-Anbindung. Braucht das, glaube ich, nicht. Jetzt haben wir hier, ja, hier kann man nochmal ein Gewerbegebiet machen. Hier stört es, glaube ich, keinen. Hier an der Bahnstrecke, ja, okay. Aber ansonsten müsste das passen. Haben wir schon ein paar Häftlinge drin. Ja, Gefängnisbusse im Einsatz, 5 von 5. Jetzt kommen auch wieder Leute. Ja, okay, eher weniger. Wir sammeln jetzt wahrscheinlich die ganzen Verbrecher ein für die anderen Gefängnisse. Aber theoretisch, wenn ich mal... warum ist hier so eine kahle Stelle? So, besser. Ja, hier kommt ein Gefängnisbus, oder? Nee, Straßenmeisterei. Aber ist ein bisschen komisch. Hier ist genau ein Baum, wo die Einfahrt ist. Und da anders haben wir so und so. Dann haben wir hier einen Zebrastreifen. Dann werde ich da den Fußweg hinmachen. Quasi. Halt, falsch. Falsch, falsch, falsch. Geht quasi. So hier und dann endet er hier. Jawohl, da kann man auch rüberlaufen. Strom haben wir gesagt, ist vorhanden. Also wie sieht es jetzt aus mit den Gefängnissen? Inhaftierte Verbrecher. Gefängniskapazität 3095. Ja, eigentlich war jetzt noch ein Gefängnis. Obwohl, der Balken geht es langsam zurück, oder? Täuscht es. 1934. Ja, es werden wieder mehr eingesperrt. Ah, ich baue auf Nummer sicher einfach nochmal ein Gefängnis. Was kostet das überhaupt? 2400 Credits die Woche. Uiui, doch ganz schön teuer. Was machen wir da? 2416. Ja, wir haben wieder ein paar freigelassen anscheinend. Wo sind die Gefängnisbusse unterwegs, ist die Frage. Hier sind... Ah ne, das sind Polizeifahrzeuge. Gefängnisbusse werden glaube ich nicht extra angezeigt. Was ist hier los? So viele leere Fläche. Ach komm. Überall so kleine Fläche. Ja. Hier in der großen Straße dürfen wir ruhig größere Gebäude stehen. Hier zwischendrin. Ja, okay, das passt schon. Hier. Ja, okay, okay, alles gut. Kurz mal checken. Immer noch keiner drinnen. Okay. Sag mal. Ja, der Balken geht weiter zurück. 1899. Ja, ich baue auf Nummer sicher einfach nochmal ein Gefängnis. Okay, jetzt habe ich eins hier. Jetzt habe ich eins hier oben. Eins hier unten. Das andere hier drüben. Dann baue ich am besten hier in dem Gebiet nochmal eins. Und zwar. Ja, hier ist nicht das richtige Gebiet für ein Gefängnis. Ja, am besten wäre es eh irgendwo da drüben. Ja, ist Industriegebiet. Kann man da ein Gefängnis reinbauen? Oder darf man das? Hier sind die Polizeifahrzeuge unterwegs. Soll jetzt aber nichts heißen. Kann man hier reinbauen? Ah, zu wenig Platz. Ja, den Platz hätte ich ja so und so. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ah, hier vielleicht. Hier wäre... Na komm. Oder ich brauche hier so eine Seitenstraße hin.
Denn hier stört es, glaube ich, keinen. Hier ist ja nicht weit bis zur Autobahn. Hier sind wir auch schnell wieder zurück, oder? Ach, schwierig. Wo baut man ein Gefängnis hin? Ja, egal, bauen wir es da rein. Aber bloß eine richtige Straße, eine schöne Straße. So in etwa. Dann hier gerade. Und jetzt hier das Gefängnis hin. Jawohl, Gefängnis Nummer 2. Es hat wahrscheinlich keinen Strom. Hier ein bisschen verlängern. Ah, das war zu lange. Gibt es einen Trick? Machen wir so. Dann rechnet sich das ab und das da. Genau, dann haben wir das genau an der Stelle, wo es haben will. Ich will 90 Grad Kurve machen. Ja, das verarschen. 9? Ah, Entschuldigung, falsch. Ah, hier ist eine Gleise. Hier wird's eng. Machen wir so. So ein Mini-Kreisverkehr. Ah, da kommt es zu nah an die Gleise. Aber es müsste gehen, es müsste gerade so gehen. Jawohl. Der kleinste Kreisverkehr. Setz mal einen Baum rein. Hier auch so ein bisschen grün machen. Keine Schaden, hier ein bisschen grün. Ja, die Strecke, diese Bahnstrecke ist eh noch inaktiv. Hier passiert eh noch nichts. Hier ein Bäumchen und Steinchen. Vielleicht hier direkt gegenüber ein bisschen einen größeren Stein. Hat nicht Platz. Hat nicht. Doch, doch, doch. Jawohl, hat genau Platz. Warum stehen die Züge eigentlich schon wieder? Warum steht sie hier? Spiel ist doch nicht angehalten. Die stehen jetzt in alle Richtungen, oder wie? Oh. Die stehen hier, weil... die eine will in die Richtung... Ah, da kann ich ja nicht in diese Richtung fahren, weil hier der andere Zug steht. Oh, die blockieren sich gegenseitig. Also muss ich warten, bis der eine despawnt. Dann kann es theoretisch weitergehen. Ja, bringt aber auch nicht viel, denn hier stehen sie auch wieder. Eieiei. Hat das Gefängnis Strom, ist die Frage. Ja, hat es. Wasser ist auch vorhanden. Das müsste eigentlich mit den Gefängnissen eigentlich... Ja, okay, geht wieder aufwärts. Gefängniskapazität 3595 Sitzplätze oder ja, Zellen. Keine Ahnung, wie man das beziffert. Aber hier die Straße. Hier haben wir jetzt eine Kreuzung. Okay, das eine Ampel meine ich. Gefällt mir jetzt nicht ganz. Hier machen wir weg. Weg und hier dafür ein Stoppschild hin, das müsste reichen. Denn so viel Verkehr kommt von hier gar nicht. Das ist ein Kreisverkehr. Da ist egal, da kann man nur in eine Richtung fahren. Eigentlich müsste die anhalten. Nee, natürlich nicht. So, wie sieht es hier unten aus? Ja, der eine Zug ist despawned. Der muss warten, weil er jetzt hier rüber will und der Zug da steht. Ja, jetzt kommen neue Züge dazu. Ja, das passt schon. Vorher war die Schlange noch länger. Die fahren jetzt darüber. Der will wahrscheinlich auch darüber. Ja, muss der wieder warten. Heieiei. Was will der darüber? Ja, super. 4 Waggons. Warum staust du es hier? Fahrzeug einfach zu. Tue ich vielleicht zu viel exportieren? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Immer noch 0 drin. Okay. Kurz mal schauen zum anderen Gefängnis. Wo ist denn das? Hier. 118. Okay. Das sind schon einige. Von 500.
Was, 116? Ja, zwei haben uns anscheinend wieder freigelassen wegen schlechter Führung oder so. Theoretisch könnte ja diese Straße hier drüben anschließen. Einfach so eine Straße irgendwo eben nirgendwo auf, nicht aufhören, enden zu lassen. Das sieht ja auch ein bisschen doof aus. Am besten daher. Wow, aus dem Kreisverkehr ist gerade ein Eikverkehr geworden. Dann kann man auch theoretisch hier die Straße upgraden. Ach so, ein schöner. Was haben wir jetzt hier? Ja, hier geht es ein bisschen bergab. Mit dem habe ich gerechnet. Oh, unterbrochene Stromleitung. Spiel kurz anhalten. Ist es schlimm oder? Strom kommt von hier. Nee, zum Glück ist es nicht schlimm, denn ich habe noch eine Ersatzleitung. Wo bauen wir die hin? Daher? Ja, okay, kann man lassen. Hier kann man wieder ein paar Bäumchen reinsetzen. Ich wollte eigentlich noch was ganz anderes machen in der Folge, aber ich sehe schon wieder, die wird sonst wieder zu lange. Nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen lauter bin. Ich habe die Lautstärke so ein bisschen an die aktuellen YouTube-Videos angepasst und ja, dadurch sind meine Videos jetzt auch ein bisschen lauter und ihr müsst die Lautsprecher jetzt nicht mehr so weit aufdrehen. Eigentlich brauche ich ja überhaupt keinen Kreisverkehr. Ach, egal, das passt schon. Oder? Nee, mal wieder weg. Rest in Peace, Kreisverkehr. Das Spiel kurz anhalten. Ah, nee. Nicht so komische Kurven. Einfach eine schöne, normale Kurve. Ah, komm, hier so alles deaktivieren am besten. Nee, nicht wirklich, oder? Ganz anders. So. Nicht ganz. Jawohl, kann man lassen. Dann haben wir ja auch einen Fußgängerüberweg. Oder machen wir den Fußgängerweg woanders hin. Sekunde. Dann am besten hierher. Dann kann ich hier die Straße nochmal zu upgraden, dann kann ich das hier wegmachen. Jawohl. Sehr schön, das Spiel kann weiterlaufen. Jetzt haben wir hier diesen komischen Fußweg im Nirgendwo. Der findet auch noch ein Ziel. Und zwar, ups. Er geht daher. Kann wieder ein paar Bäumchen hinsetzen. Sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. Dann kann man hier im Kreis fahren. Muss man nicht, kann man aber. So, was haben wir denn hier? 142, vorher waren es 118. Jetzt mal schnell hier runter schauen. Was haben wir jetzt hier? 37, ja, immerhin. Und wie schaut es aus mit der Kriminalität? Ups, nee, falsch. Ja, okay, fast schon wieder im gelben Bereich. 1993, ja. Wird schon, wird schon. Kriminalitätsrate ist 7%. 56 sind jetzt hier drin. Das andere Gefängnis ist hier. Der gegenüber vom vom anderen Gefängnis ist wirklich am kriminellsten. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Hier sind 264 Leute drin. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.